So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shovel Knight. Nachdem wir beim letzten Mal erfolgreich gegen Polar Knight angetreten sind, würde ich mal sagen, schauen wir uns dieses Mal entweder Tinker Knight im Uhrenturm oder Propeller Knight in der Flugmaschine an. Verspätetes Tor, besiege Tinker Knight. Okay. Ah, dann nehme ich Tinker Knight zum Schluss. Dann gehe ich jetzt zu Propeller Knight, zur Flugmaschine. Ach du Schande. Oh, Moment. Ich glaube, vorher gebe ich lieber noch ein bisschen Geld aus. Fällt mir mal gerade so auf, wir haben verdammt viel Geld. Und das möchte ich nicht verlieren. Dann gebe ich es lieber nochmal aus. Hier lang. Bevor mir da was, ein Missgeschick passiert, ein kleines. Hier gibt es nichts mehr. So, dann kann ich mir hier jetzt noch die anderen Rüstungen kaufen. Nehme ich einmal die. Und einmal die. Moment, jetzt kann ich gerade mal kurz probieren, wie es sich damit läuft. Ja, braucht ein bisschen, bis er anhält. Allerdings, wenn man rennt und dann springt, kann man sofort. Also eigentlich. Eigentlich ist der gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Ich kann ja trotzdem jederzeit anhalten, indem ich einmal nach oben springe. Und so weit rutsche ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das behalte ich mal bei. Ich werde es schon sehen, das bereue ich. Egal. Also gut, dann jetzt zu Propeller Knight. Das sieht nämlich schon wieder nach einer Stage aus, wo man überall runterfallen kann. Und da könnte ich es mir recht nützlich vorstellen, wenn man von Gegnern nicht direkt in den Abgrund befördert wird. Okay. Ja, das wird meine neue Hass-Stage. Ach du Schande. Vielleicht war die Rüstung jetzt doch nicht die beste Idee. Wir werden sehen. Na, hoch da. Au. Ich komme nicht da hoch. Nein. Komm schon. Lass mich da hoch. Das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Nein. Ich glaube, ich muss hier nochmal kurz raus. Einmal resetten. Danke. Aber ich finde die Musik hier toll. Ausnahmsweise mal. Kommt ja ganz selten vor in diesem Spiel. Nein. Das wird doch. Wie komme ich da? Ach so, vielleicht von oben. Das könnte natürlich sein. Ja, von oben. Wow. Wie soll man denn mit sowas rechnen? Au. Moment. Hier nach unten und nach links. Na also, geht doch. Ups. Das war knapp. Kann ich da nach rechts? Nein. Na gut. War ein Versuch wert. Zum Glück kann man sich immer wohl einen Stockwerk weiter unten noch festhalten. Wäre möglich, dass es jetzt hier einfach stur geradeaus nach oben geht, dann könnten wir, wenn wir runterfallen, uns immer noch mal irgendwo retten. Na gut, dann bleibt bald da. Auch okay. Ich könnte mir vorstellen, dass das etwas langwieriger wird, hier durchzukommen. Aber wir haben ja Zeit. Aua. Aua. Erneut. Ach, die Dinger sind ja gemein. Kann ich die zurückwerfen? Nein, natürlich nicht. Dann wird zurückgefeuert. So, geht doch. Oh, ich glaube, ich rüste mal wieder die Alchemistenmünze aus. Da. Okay, gut.
Wow. Okay. Interessantes. Also die Stage gefällt mir bisher sehr gut, muss ich sagen. Ich könnte mir zwar durchaus vorstellen, dass die anspruchsvoll wird, aber so vom Aufbau her finde ich die doch sehr interessant. Jo, erwischt. Ach, der macht jetzt noch Gegenwind oder was? Also Wind in die andere Richtung noch zusätzlich. Jo, geschafft. Na gut, das erwische ich nicht mehr. Ich mag die Musik ja total, die macht voll gute Laune irgendwie. Oh, warum habe ich das Gefühl, dass der mich durch die Gegend versucht, durch die Gegend zu wirbeln? Der hält aber viel aus so jetzt. Gibt aber ordentlich Geld. Also mit Geld scheint das Spiel ja gerade so um sich zu werfen irgendwie. Ich meine, da habe ich natürlich absolut kein Problem damit. Ich wollte es nur mal anmerken. Ich hoffe mal halt, dass noch ein Job kommt, wo wir das Geld dann wieder ausgeben können, weil irgendwie sieht es aktuell danach aus, als ob wir das nicht mehr loswerden. Für den Goldpanzer könnte ich es noch ausgeben, aber... Oh je, was gibt... Ach so. Ich habe das Prinzip verstanden und bin dem sehr abgeneigt. Danke. Ach du Schande. Na, das kann ja nur gut werden. Vor allem, wenn man nicht sieht, wo man lang muss. Okay. Ich glaube, ich rüste mal lieber vorsichtshalber das Unbesiegbarkeitsding da aus. Okay. Das hilft mir jetzt natürlich. Ich sehe jetzt natürlich, wo ich lang kann und wo nicht. Verdammt. Nein! Ich will zu der... Moment. Ha, so geht's auch. Oh, meine Lebensanzeige. Oh, also. Oh. Checkpoint? Natürlich kommt noch ein Boss. Nein, geh weg! Verdammt. Dann halt nochmal. Ich hab ja zum Glück den Checkpoint. Au. Lass mich gehen. Danke. Also ich versuche mal mit ein bisschen mehr Energie hier rauszukommen. So viel dazu. Schon wieder. Na also. So, das Ding muss da definitiv noch weg. Nein. Danke. Das wird wieder eng vom Leben her. Was? Bin ich jetzt da? Na toll, ich bin nach unten durchgefallen. Damit hätte ich irgendwie rechnen können, habe ich aber nicht. So, lass mich einfach gehen. Ich hätte ja auch mal ganz gerne Rüstung, die einfach mehr Schutz bietet. Sprich, man nimmt weniger Schaden. Also, ich meine, das wäre jetzt das Naheliegendste für eine bessere Rüstung, aber irgendwie scheint mir das Spiel das nicht gönnen zu wollen. Boah, das war ein Dreckskerl.
Okay, jetzt nochmal ohne durchfallen. Hoffe ich. Habe ich alles? Ja, sieht ganz danach aus. Und den Edelstein habe ich wieder nicht erwischt. Na gut, ich gehe einfach nicht mehr da hoch. Ich muss da eh nicht hin. So, schon besser. Jetzt schlürfe ich mal noch meinen Unverwund... Wobei, das soll ich mir vielleicht für den Boss aufheben. Na, beweg dich. Aua. Nein, nein, oh Gott. Vielleicht doch. Ich will nicht schon wieder drauf gehen. Na also. So, Checkpoint. Bitte, gib mir einen Checkpoint. Na toll, ich muss nochmal darüber drüber. Danke. Puh. So, geschafft. Dann rüste ich mal wieder, wo war's da? Das da aus. Kann ich ja vielleicht noch weiter nach rechts? Nein? Na gut. Versuch was, warte mal hin. Aha, aber hier gibt's noch was. Ach, hier muss ich jetzt da... Da! Moment. Na gut, hat gar nichts gebracht. Ich hab fast die Vermutung, dass wir da irgendwie rechts rein können. Ich komme aber nicht da runter. Lass mich runter. Aha, da können wir tatsächlich durch. Jetzt, wie komme ich da hin? So, ja, schon mal nicht. Vielleicht von da unten. Ich versuch's nochmal. Nein. Kriegen wir vielleicht irgendein Item, das uns schwerer macht? Das war jetzt nicht so gut. Ach so, Moment. Vielleicht von oben runterfallen? Aha. Geht doch. Man muss nur die richtigen Ideen haben. So, Christian, was gibt's von dir? Wahrscheinlich irgendwas, was ich mir nicht leisten kann. Ob im Dorf oder unterwegs. Ich habe die besten Angebote. Du wirst mir nicht glauben, was ich in der Kiste gefunden habe. Mal sehen. Propellerdolch. Schwebe mit den Klingen voran in den Himmel. Oh, das klingt sehr gut. Ah. Das könnte mir sehr nützlich sein hier. Denke ich. Ja doch, kann mir schon vorstellen, dass es wirklich nützlich wird hier. Wie soll ich denn? Na egal. Ich habe jetzt zum Glück zwei leere Kelche. Vielleicht ist ein Abfisch. Wäre jetzt ganz hilfreich. Nein, ein Notenblatt. Auch in Ordnung. Ein bisschen wagemutig hier durchzurennen so, aber okay, es hat funktioniert. Und es hat nochmal ordentlich Geld gebracht. Sehr gut. So, dann weiter. Na toll. Das war jetzt aber echt knapp schon.
Natürlich trifft das noch. Ich habe vergessen, wie die Dinger funktionieren, deshalb. Nein! Lass mich! Ach, Mann. Die Dinger sind nervig. So, nochmal. Aua. Und schon wieder ging's daneben. Das kostet verdammt viel Energie. Lang werde ich das nicht mehr mitmachen. Kann ich vielleicht von hier oben? Verdammt. Na gut, ich hab's versucht. Ein Versuch war's wert. Und ich habe die Items behalten. Und an mein Geld dürfte ich auch wieder ohne Probleme rankommen. Also. Natürlich. Au. Na also, geht doch. Ich habe das Gefühl, dass ich die lieber gleich mitnehme. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht. Aha, was? Ach so, die Bar, die habe ich gleich aufgemacht mit. Das hat mich jetzt verwirrt. Okay, die Dinger sind weg. Ich hätte wahrscheinlich noch weiter hochgekonnt. Naja, zu spät. Sehr gut, nächster Checkpoint. Aber ich glaube, den nehme ich mit. Der war viel Geld wert. Deshalb werde ich das wahrscheinlich bereuen. Ja, ich werde das sowas von bereuen. Ich sehe es schon kommen. Scheiß auf das Geld einfach weiter. Oh Gott, nein. Autoscroller, wirklich. Womit habe ich das verdient? Natürlich. Ich habe doch gesagt, das werde ich jetzt bereuen. Naja. Und noch eine Runde. Aber es war ja eigentlich nicht weit. Es war ja nur schwierig, hier durchzukommen. Das war ja das Hauptproblem. Alles andere sollte eigentlich locker machbar sein. Weswegen ich jetzt auch hier 5 extra Runden brauche, ist ja logisch. Natürlich. Na also, jetzt aber. Geht doch. Noch eine Runde. Ich hasse dieses Teil. Und ich hasse Autoscroller. Wer mag Autoscroller? Niemand. Es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der Autoscroller mag. Glaube ich zumindest. Ich könnte mir jedenfalls niemanden vorstellen, der sich freiwillig einen Autoscroller antut. Nein, natürlich. Deswegen war der Checkpoint so viel Geld wert.
Mist. Ich meine, 750 ist nicht schlecht. Okay, gleich ist es wieder soweit. Ich glaube, danach muss ich mal die Folge beenden. Die ist schon bei 20 Minuten jetzt. Oder ich mache das gleich hier vom Autoscroller. Was soll's? Ja, jetzt sind die schon zu zweit. Na gut. Also dann würde ich mal sagen, ich beende hier die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.